Das Ding wiegt halt, war halt 8. Ein Kettenhemd, 40. Ein Kettenhemd wiegt auch 40. Also ich bin irgendwie fast schon geneigt, hier einen Schienenpanzer zu kaufen. Wie kann ich helfen? Ihr habt geläutet. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So, dann gehen wir wieder hier raus. Du bist nur eine Bürgerin, gell? Wie ihr wünscht. Ich bin ganz Ohr. Lass mich bitte in Frieden. Lass mich bitte in Frieden, wenn ihr nicht etwas gegen diese unheilvolle Mine unternehmen wollt. Ich habe darin meinen Bruder verloren. Jetzt habe ich auch meinen einzigen Sohn in die Tiefen der Mine hinabgeschickt. Habt bitte so viel Anstand, eine einfache Frau trauern zu lassen. Ich habe viel von den Schrecken der Mine, dieser Mine gehört. Sagt mir, wo sie liegt, auf dass ich sie reinigen und von einem und eurem schwächlichen Herzen neue Hoffnung spenden kann. Ja, das andere ist ein bisschen zu schroff. Nur Helden sind stark und mutig wie ihr. Die Mine liegt im Süden, jenseits des Jahrmarkts. Jetzt beeilt euch bitte und rettet die Männer dieser schönen Stadt, solange noch Zeit bleibt. Ja, hier auf den Grabsteinen sind Sprüche der Entwickler drauf. So. Bettler. Bettler ignorieren wir gekonnt. Und ja, da ist Edwin. Gold, das einfach so in einer offenen Kiste im Freien rumliegt, ist jetzt mein Gold. So. Jahrmarkt und Minen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, wenn wir schon dabei sind, Nera, identifizier das Ding mal. Ja, Gürtel der Umwandlung, Ende des Geschlechts des Trägers. Damit könnte ich Gegen in eine Ja, Frau verwandeln. Das wie würde ihr er wünscht. wahrscheinlich hassen bis zum geht nicht mehr. Hier steht eine Mühle am Wasser. Das ist so eine Mühle, die man manuell drehen kann, fällt mir gerade übrigens so auf. Also die Leute heben das Ding hier an und drehen die Mühle dann auf dem Sockel hier in den Wind rein, damit der Wind die Mühle antreibt, damit die Mühle funktioniert, was Sinn macht. Denke ich mal. Ich finde es lustig, dass bei dem Herrenhaus ein Schild für ein Bett ist. Ja, Herrenhaus. Mich kümmert's nicht. Die Mäulen Ich hab aufmachen. genug davon. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Ihr braucht nur zu fragen.
Seid gegrüßt. Um Himmels Willen, wer um Himmels Willen seid ihr? Wieso besitzt ihr nicht mal so viel Anstand, eure Schuhe wie vorher auszuziehen? Schaltet euch nur diesen Dreck an, den ihr im ganzen Haus hinterlassen habt. Schert euch ihn fort, hinaus mit euch. Du bist ja ein komischer Kauf. Okay, sie geht weg. Wie ihr wünscht. Was? Denn ich verschwinde jetzt. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Keine Zeit für Plaudereien. Okay, ein Buch. Glocken der Tiefe. Von Ted hier. Keine Zeit für Plaudereien. Große Güte, ein Gemeiner in meinem Haus. Würdet ihr gehen, und zwar sofort? Zauber, das ist immer gut. Magisches Geschoss können wir bereits. Den konnten wir lernen. Kalte Hand, konnten wir nicht kopieren. Okay. Ja, ich sollte auch mal irgendwann die ganzen Bücher verkaufen. Außer so, jemand möchte, dass ich sie vorlese. Nein, wir rauben erstmal hier alle aus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Letzter Marsch der Riesen. Mondsee. Geschichte des Nordens, Teil 1. Teil 2. Teil 3. Teil 4. 5. Kommt hier jetzt 6? Ja. Und dann 7? Ja. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Okay, da sind zwei Edelfrauen drin. Okay, und hier oben können wir nichts knacken. Ganz ehrlich, wenn es nicht abgeschlossen ist, dann können wir es einfach an uns nehmen. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Zimmer? Ich bin Abenteurer neu in der Stadt. Wie heißt ihr denn? Ein Abenteurer, hui, seid ihr gekommen, die Mine von Naschkel aufzuräumen? Ich habe gehört, da gibt es alle möglichen Monster. So, Monster in der Mine, tja, vielleicht sollten wir uns da mal drum kümmern. Danke. Vielleicht auf später, adieu. So, und Samantha ja, bleibt einfach in ihrem Zimmer stehen, gut. Dann lassen wir das hier drin. Ihr braucht nur zu und gehen wieder nach draußen. Und sehen uns weiter in Naschkel um. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, der Wasserspeicher. Ja. Ja, Minsk. Der gute Minsk. Hier ist die Garnison, okay. Steht auf und tretet vor, damit euch mein Hamster besser sehen kann. Du hast recht, Bo. Sie scheinen uns freundlich gesonnen. Seid gegrüßt. Wir sind Minsk und Bo. Wir kommen von weit her, um dieses Land hier zu erkunden. Doch ist uns nun die mir zum Schutze befohlene Diener hier von Gnollen geraubt worden. Ich bin nur auf der Spur und wenn ich sie erwische, ziehe ich ihnen die Ohren lang, bis sie Diener hier freilassen. Geduldet euch zu uns, auf dass die Barden für dahin die Heldentaten von Minsk und Bo besingen und ihren Freunden natürlich. Entschuldigt bitte, aber sprecht ihr mit einem Hamster? Bo ist mein treuer Tiergefährte, auch wenn man es zuerst nicht glauben mag.
Das klassische Dilemma der Maid im Leid. Wer kann dazu schon Nein sagen? Das ist nicht mein Problem. Ich werde meine Haut nicht für das Leben einer Fremden riskieren. Und nein, ich werde keinem Dummkopf in die Schlacht folgen. Mein Mitgefühl für eure Freundin, aber ohne mich. Ihr wollt ein unschuldiges Opfer sterben lassen, ohne dass ihr, ohne nur einen Finger zu rühren. Ah. Oh. Wie kann ich helfen? Das hat uns jetzt aber hoffentlich keinen Ruf gekostet, ja. Wie ihr wünscht. Tja, Minsk hat zum letzten Mal geminzt. Und ja, ich muss diese ganzen Wo Bücher verkaufen. Nur zu fragen. Hier ist Oblek. Und der Bürgermeister steht hier natürlich. Reden wir nochmal mit dem Bürgermeister, ob der noch mehr Aufgaben für uns hat. Geht zur Seite, Bürger! Ja, die Mine muss möglichst schnell gesäubert werden. Geht jetzt und bringt bei eurer Rückkehr ein Beweisstück mit. Am besten irgendein Dokument. Ohne die Beweise kann ich euch keine Belohnung geben. Oh, Black, hi. Oh, ihr seid schon wieder da. Nein, sagt nicht. So schnell. Nein, sagt nichts. Es käme mir nie in den Sinn, euch auch nur einen Augenblick auf eure verdiente Belohnung warten zu lassen. Als ich vom Rat erfuhr, dass man Grauwolf damit beauftragt hatte, die Wälder von dem Räuber Tonquin zu befreien, wusste ich gleich, dass die Gerechtigkeit rasch in den Lauf nehmen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde, aber wer sonst könnte es sein, der durch die Stadt schreitet und so aussieht? Aussieht wie ihr. Ich bitte euch, diesen kläglichen Betrag von 200 Goldmünzen sowie den tiefenwogenen Dank aller Einwohner in Nashkel anzunehmen. Oh, ja, ich bin Grauwolf, natürlich bin ich das. Kein anderer als Grauwolf höchstpersönlich. Ich nehme diese Belohnung gerne für meine Taten im Empfang. Ich bin Grauwolf und deswegen habe ich sie verdient. Dankeschön. Da müsst ihr euch irren, ich bin nicht Grauwolf. Behaltet euer Geld, es gehört mir nicht. Das da oben ist nicht so wirklich glaubwürdig in meinen Augen, deswegen sagen wir mal die Wahrheit. Ihr seid nicht Grauwolf, der Kopfgeldjäger, heiliger Helm. Jetzt hätte ich fast einem wildfremden Person 200 Goldmünzen in die Hand gedrückt. Der Hauptmann darf nichts davon erfahren, sonst zieht er mir das Fell über die Ohren. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, Fremder, die keineswegs selbstverständlich ist. Dieses Park scheint gar nicht so armselig zu sein, wie ich dachte. Gut, das hat meinen Ruf um eins verbessert schon mal. Aber wir haben auch das Kopfgeld gekriegt. Kivan und Tatsok. Wo ist es denn? Ublek, der Kopfgeld, hat einen Treiber abgeschlossen. Ein Mann namens Ublek hat mich in Nashke mit einem Kopfgeldjäger namens Grauwolf verwechselt. Es hat mich ein wenig Gold gekostet, ihn aber davon abgehalten, einen kostspieligen Fehler zu machen. Das kann ja nur Gutes bedeuten. So, gehen wir mal in die Garnison rein und gucken, wen wir da treffen. Bin mir nicht sicher, wer da in der Garnison war, ob da nochmal ein Halsabschneider war. Hey, da wäre euch gesagt, ihr könnt hier einfach reinkommen. Hier dürfen nur amnische Soldaten rein. Kleine Ortsnamen wie ihr seid hier nicht willkommen. Los, raus hier, bevor ich euch den Hintern treten muss. Hey, tut mir leid, ich wusste nicht, dass das die Kaserne ist. Ich werde sofort verschwinden. Was zum Teufel glaubt ihr, wer ihr seid, mich hier herumzukommandieren? Ich glaube nicht, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Haltet den Mund und verschwindet, bevor ich euch finden muss. Wir sind kein Raufbold, also nehmen wir die Eins. Gut, lauft mit eingezogenen Schwanz davon. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe wichtige Geschäften nachzugehen. Geht mir aus dem Weg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geht zur Seite, Bürger! Ich muss mich für den Gemütszustand entschuldigen, in dem ich mich befinde. Die ganze Garde trauert nach wie vor um den Verlust von Hauptmann Barge. Geht zur Seite, Bürger! Warum seid ihr nicht auf dem Jahrmarkt, Bürger? Er findet nur einen kurzen Fußmaß entfernt östlich von Nashkel statt. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, und die Kaserne leer zu machen, ist keine gute Idee. Geh mal raus hier. Minsk liegt immer noch tot da. Also ja, sorry, das war eigentlich die beste Antwort.
Können wir nicht scrollen? Wo ist das jetzt mit Hauptmann Brage? Ah, die Geschichte von Hauptmann Brage. Niemand in Naschke kann sich erklären, was mit Hauptmann Brage geschehen ist. Er war ein angesehener Mann, bevor er durchdrehte.